Ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen und habe mich immer für die Freiheit eines jeden Menschen eingesetzt, weil ich jedem immer seine Freiheit auch gegönnt habe. Und ihr sollt sie erfahren und wir Pauner stehen an eurer Seite. Felsenfest, felsenfest. Herr Thiele, gehört er? Herr Thiele, gehört dieser Mann zu den Thüringer Trommlern, wegen denen Sie stinksauer, Zitat, stinksauer, nein, traurig, nein, und was noch, nein, enttäuscht sind? Nein. Aber genau das haben Sie gesagt, ich war in der freien Presse, dokumentiert. In der freien Presse. Also erstens, die freie Presse macht immer gerne das, was sie gerne möchte. Sie strickt sich ihre Story so zurecht, wie sie es gerne braucht. Und ganz ehrlich, für alle, die weiterhin die freie Presse lesen wollen und meinen, sie kriegen da Wahrheiten vermittelt, ehrlich gesagt, bleibt zu Hause, bleibt auf eurem Kanapee und ihr werdet sehen, wer am Ende recht hatte. Denn es war auch die Summe an bösartigen Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern, die euch längst darüber aufgeklärt haben, was ihr heute wisst, bestätigt. Im Übrigen über eure freie Presse bisher noch nicht mal ein einziger Artikel der Klarstellung. Ja? Und die haben euch diffamiert in den letzten 2,5 Jahren, die auch nur ansatzweise quer gedacht haben. Und nein, es ist keine Schande in Deutschland, sich weiterhin als Querdenker zu bezeichnen. Und eins ist Fakt, von den Leuten, von denen ich tatsächlich gesprochen habe, von denen ich so enttäuscht war, waren Menschen, die ohne mit uns zu reden, uns attackieren, ohne über Inhalte sich auszutauschen. Und das ist ein großes Problem, das in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Das darf bitte festgehalten werden, denn wir stehen für Inhalte und für Frieden. Okay. Und was ist mit den Spaltungsversuchen oder Abspaltungsversuchen gegenüber Freie Sachsen, Freies Thüringen? Also einen Abspaltungsversuch haben wir nie vorgenommen. Wir haben lediglich auf eins hingewiesen. Erstens, dass wir uns von jedweder Form von Gewaltanwendung distanzieren. Zweitens, dass wir Extremismus, egal in welche Richtung, nicht für gut heißen. Wer ist extremistisch? Extremistisch sind alle Menschen, die mit den Mitteln von Gewalt und Manipulation in diesem Land vorgehen. Richtig, machen das diese Leute, die Sie dort benannt haben? Das machen die Leute, die uns in den letzten Wochen so angegriffen haben, haben sich auf jeden Fall mal zumindest in diese Richtung des Gedankengutes gemein gemacht. Das muss man leider, leider an der Stelle konstatieren. Da werfe ich aber noch niemanden direkt vor, dass er sich positioniert. Eine gute Positionierung, die im Einklang mit dem gemeinsamen Gespräch zustande kommt, ist überhaupt gar kein Problem, weil es entspricht dem allgemeinen politischen Dialog, wie er eigentlich in Deutschland gepflegt werden sollte. Aber einen Angriff als solches zustande zu bringen, ohne dass man sich vorher inhaltlich in einem gemeinsamen Dialog befunden hat, finde ich sehr schwierig und er ist nicht nur undemokratisch, tatsächlich, er hat Züge von Extremismus. So, das ist das, was wir von der letzten Generation im Moment gerade erfahren. Das ist das, was quasi widerspruchslos in unserem Land hier geduldet wird. Es gibt angeblich nur den einen richtigen Protest und wir alle, die wir nur etwas kontra zu dem stehen, was der Staat zur Maxime ausgegeben hat, sind komischerweise in einer Ecke verhaftet, wo wir alle uns nicht sehen. Die Mehrheit der Menschen in dieser Stadt sind anständige, großartige Leute, die jeden Tag hart arbeiten gehen. Und ganz ehrlich, parteipolitischer Hintergrund. Meint irgendjemand, dass ein Herr Friedrich Merz, ja, wirklich ein toller Demokrat ist? Dieses Punkt, Punkt, Punkt hat eine millionendotierte Position bei BlackRock aufgegeben, um für 10.000, 15.000 Euro im Deutschen Bundestag zu sitzen. Falls irgendeiner von euch da draußen vor den Bildschirmen daran glaubt, dann lebt ihr bereits im Faschismus und seid dort angekommen. Denn dieser Mann positioniert sich nie für die bürgerliche Mitte. Denn wer für einen milliardenschweren, den größten Finanzdienstleister auf dieser Welt arbeitet, um sich dann wieder in den Deutschen Bundestag zu setzen als Fraktionsvorsitzender von der CDU, der verteidigt nicht die deutschen Interessen, geschweige dessen den deutschen Bürger, noch unsere Freiheit und auch nicht den Frieden. Denn BlackRock ist einer der größten Kriegsfinanzierer auf dieser Welt. Und im Übrigen, das geht an euch, CDU. Eine letzte Frage. Es gibt kein Statement mehr, das war's. Aus. Die Berichterstattung ist jetzt beendet. Wir sind fertig hier. Danke. Danke an alle und bitte lebt den Frieden. Also, dass man keine freien Sachsen fahren möchte, das ist ja in Ordnung. Aber hat man irgendwie ein Stockholm-Syndrom oder warum jetzt erst? Und nicht schon vor 2 Wochen, vor 4 Wochen, vor 6 Wochen, vor 8 Wochen, vor 10 Wochen? Was soll ich denn jetzt darauf sagen? Was wollen Sie dazu? Was soll ich sagen? Wir ganz einfach, jetzt von freien Sachsen distanzieren, nachdem man eine erfolgreiche Bewerbung hatte. Wir brauchen uns von niemandem distanzieren, weil wir eine überparteiliche Plattform sind. Das haben wir, ich glaube, in Dutzend Beiträgen, schriftlich, mündlich, Video,
tausendmal dargelegt. Was wollt ihr von uns hören? Was genau wollt ihr hören? Da, das Forum für Demokratie und Freiheit steht einzig und allein für die Demokratie, überparteilich für jeden Menschen zur Verfügung. Wenn ihr allerdings damit bezwecken wollt, dass wir uns irgendwann irgendwem verpflichten, das könnt ihr vergessen. Man kann über gemeinsame regionale Kooperativen und Gespräche... Das möchte niemand. Sie wollen die Freien Sachsen nicht. Das stimmt gar nicht. Wir lehnen niemanden ab. Wir sind einfach... Die Fahne nicht an der Front zu haben, das ist das eine. Das steht Ihnen zu als Veranstalter und sowas von. Aber keine Fahne mit dem königlichen Wappen auf der Veranstaltung zu haben, das ist eine andere Aussage. Das ist Spaltung, Abspaltung und sowas von. Das ist keine Abspaltung. Wir haben lediglich damit versuchen wollen, vor allen Dingen eins zu gewährleisten, was den Menschen hier offenkundig ja auch oft genug aufgestoßen ist. Wir haben die Überparteilichkeit und Neutralität proklamiert und auf der anderen Seite haben dann halt aufrichtige, offenherzige Bürger uns darauf hingewiesen, na Mensch, aber da sind ja nur eindeutige Fahnen mit Parteihintergrund. Und jetzt muss man natürlich auch mal sagen, okay, das hat aber mit uns nichts zu tun. Wenn Sie jetzt von mir hören wollen, dass ich jetzt sage, ich möchte mit denen nichts zu tun haben, dann werden Sie das von mir nicht hören. Weil am Ende werden wir in spätestens, und das muss jedem hier bewusst sein, jeden, der sich jetzt organisiert, wir werden in spätestens, aller spätestens, 5 Monaten in der Pflicht sein, für jeden, der demokratisch dieses Land schützen will, gemeinsame Kooperativen, ob auf regionaler oder überregionaler Ebene, zu starten. Da kann ich machen, was ich will. Und diejenigen, die dann auf uns zukommen, werden mit uns ein Gesprächsangebot bekommen. Sie werden von uns ein Gesprächsangebot bekommen. Und das habe ich neulich auch noch mal ganz deutlich gesagt. Wenn die Linkspartei das ist, dann werden wir uns auch mit der Linkspartei unterhalten, weil auch dort fähige und anständige Menschen rumlaufen. Wenn es die SPD ist, werden wir uns mit der SPD unterhalten. Wenn die Freien Sachsen als Partei mit regionaler Vernetzung hier in Sachsen zuerst zu uns kommen und sagen, wir möchten mit euch jetzt bitte ein Gespräch führen für die und die Kooperative, weil es um eine bürgernahe Aktion geht, dann werden wir uns mit denen unterhalten, weil wir eins nicht tun. Wir spalten nicht. Wir verweigern uns einem intelligenten, sachlichen Dialog nicht. Aber wenn keiner zu uns kommt, können wir auch keine Gespräche führen. Gespräche kommen zustande, indem man gemeinsam auf jemanden zugeht und das Angebot dazu macht. Herr Thiele, das sind Fahnen von Bürgerbewegungen aus Thüringen und Sachsen. Ja. Darum ging es. Ja. Und das dass man diese Partei zu tun haben, ist ja in Ordnung. Aber es geht darum, dass man sich von Bürgerbewegungen bewusst abspaltet. Also erstens haben wir das in unserem letzten, habe ich das in meinem letzten Post auch nochmal versucht, mit einer klaren Relativierung zu versehen. Das können, glaube ich, mittlerweile 3.000, 4.000 Leute bestätigen. Ich habe das klar und deutlich gesagt, es sind uns hier alle willkommen. Ich werde also jetzt auf dieses Thema nicht eingehen. Tut mir leid. Wo waren Sie die letzten 2 Jahre? Montags etc. Wo ich montags war? Ich war ab und zu mal am Wendedenkmal. Das können ja, glaube ich, dutzende Leute bestätigen. So. Und ansonsten war ich auf vielen anderen Veranstaltungen. Ich war in Dresden, ich war in Leipzig, ich war in Berlin. Wo war ich noch überall? Und dann war ich noch im Wichtigsten zu bezeichnen, das habe ich ja vielen Leuten auch gesagt, mit dem ich in den Stadtgesprächen zum Beispiel mich begeben habe. Ich habe tatsächlich etwas versucht zu tun. Und wisst ihr, was das ist? Das findet hier jetzt jeden zweiten Sonntag statt. Das habe ich getan. Intelligente Hintergrundarbeit geleistet und an so vielen wie möglich öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen. Und es tut mir leid, dass ich die letzten 2 Jahre eindeutig zu wenig mit Kameras aufgezeichnet worden bin, dass ich wohl da bin. Es tut mir leid, diesen Beweis kann ich auch nicht erbringen, weil ich anders als Polizisten oder Rettungsleute nicht dauerhaft mit einer Bodycam rumrenne. Peace out, das war's, der David ist fertig.